Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Das Frühstücksei tanzte im sprudelnden Wasser. Durch die Glastaille einer Sanduhr rieselten winzige Zeitkörnchen. Niklas liebte das Familienerbstück vom Ur-Urgroßvater. Filigran gedrechselte Holzrähmchen aus dunklem Teakholz erzählten von längst vergangenen Zeiten. Auf abenteuerlichem Weg hatte das Stundenglas zu ihm gefunden. Raubgut soll es gewesen sein. Damals hatte der Großvater gern geraunt, damals im Jahrhundertwinter, 1891. Da sei ein Frachter von England kommend in der Elbmündung havariert. Ein Großteil der Ladung, in der Hauptsache Haushaltsgegenstände, habe man zwar bergen können, etliches aber abschreiben müssen. So hatte man es dem Eigentümer jedenfalls glauben gemacht. Dessen ungeachtet tauchte vieles, was laut Zeugenaussagen unwiederbringlich Opfer des Eisgangs gewesen sein soll, später in Bauernkarten und Gehöften rund um die Kleinstadt wieder auf. Manch Silberbesteck oder Mantel sorgte für eine Hebung der kärglichen Lebensverhältnisse. Niklas liebte Geschichten wie diese und er war mit Zahllosen aufgewachsen. Deswegen war er Journalist geworden. Fast jedenfalls. Er schlug das Ei im Stehen auf. Die Lichtstimmung des Morgens hatte etwas Tiefsinniges. Grauer Wolkendunst bedeckte den letzten tintenblauen Fleck am Himmel. Draußen dröhnte ein aufgemotzter Oldtimer an einem Fahrradfahrer vorbei und peilte wohl den fünfstelligen Drehzahlbereich an. Es war 9.17 Uhr. Kurz darauf schob Oma Krause, wie sie liebevoll im Haus genannt wurde, ihren Rollator über den Zebrastreifen. Eine nette, mitteilsame alte Dame. Nahezu täglich trottete sie in ihrem farblich undefinierbaren Mantel und mit geblümtem Kopftuch zur Apotheke, verweilte dort länger und kam meist mit einer an den Griffen baumelnden Tüte zurück. Nun blieb sie mit dem linken Rad am ansteigenden Bordstein. Wie gestern. In seinem Arbeitszimmer suchte Niklas in dem Stapel Zeitungen und Zeitschriften nach einem populärwissenschaftlichen Psychologiemagazin, in dem er kürzlich etwas über Routinen gelesen hatte. Schätzungsweise 30-50% aller Handlungen beruhen darauf. Er war sich dessen nicht bewusst gewesen. Sie stellen sich mit der Zeit automatisch ein, da komplizierteres Aufmerksamkeit erfordere, was vom Gehirn natürlich nicht pausenlos zu leisten sei. Gewohnheiten würden mit der Zeit Arealen überantwortet, die sich einer gewissen Eigenständigkeit vom Bewusstsein erfreuten. Mentale Energien stünden so wieder für anderes zur Verfügung. Ohne Automatismen sei das Leben ein Dauerfeuer im Kopf.
Niklas griff zum Notizbuch, überflog die letzten Eintragungen, strich sie durch und fügte die Überschrift Gewohnheiten hinzu. Sind wir Gefangene von Gewohnheitsschleifen? Werden wir zu Marionetten unserer Synapsen? Er schüttete Milchpulver in den Kaffee, das sich zu Wölkchen mit dem Schmelz von Toffee auflöste. Er musste an den Baggersee denken. Der Frühsommer hatte eine überraschend heiße Periode gebracht, die man nur schwimmend aushalten konnte. Türkisblaues Wasser mit Wolkenspiegelung. Pappeln, die das Ufer umsäumten. Mit etwas Fantasie glichen sie doch hochgewachsenen Pinien. Dolce far niente neben Ausgelassenheit. Eine kleine Gruppe Heranwachsender suhlte sich in einem nahegelegenen Matschloch. Wie aus dem Nichts rannten sie schreiend ins Gewässer. Die körperbetonten Taucheranzüge aus Lehm lösten sich beim Schwimmen ab und hinterließen ockerfarbene Schleier. Der Arztbesuch. Er fuhr sich mit der Hand an den Kopf. Die Beschwerden hielten sich dank des starken Schmerzmittels im Rahmen des Erträglichen. Wenn er darauf achtete, pochte es dennoch dumpf im Steißbereich. Beim Anheben war es passiert. Vor 6 Tagen. Eine Holzkiste mit aussortiertem Obst und Gemüse, die zum Abtransport in den Hinterhof geschafft werden sollte. Ein Minijob, den er zur Verbesserung seiner finanziellen Lage seit einiger Zeit bei Avni, dem türkischen Gemüsemarkt an der Ecke, ausübte. Unter mentalhygienischen Gesichtspunkten hatte er diese Tätigkeit als vorteilhaft eingestuft. Neben dringend benötigter körperlicher Betätigung ließ sie ihm genügend Luft zum Schreiben. Als die Früchte ins braunfeuchte Herbstlaub der Linde kullerten, zeigte der Hexenschuss seine Farbe. Weiß gleißend. Niklas erstarrte zur Salzsäule. Ohne Avnis schöne Tochter Aysan hätte er es nicht mehr zum Hausarzt und nach Hause geschafft. Er suchte den Terminzettel. Vergeblich. Ich muss systematisch vorgehen. Niklas fasste in Hosentaschen, beschaute den Bildschirm des Laptops, an dem Efeu aus aneinandergeklebten Post-it-Zetteln rankte. Doch selbstklebend konnte er nicht gewesen sein. Die Sprechstundenhilfe hatte ihn vom Block gerissen. Er erinnerte sich genau des Aquamarinblaus, das dabei entstanden war. Schon von klein auf hatten bei ihm Musik und Geräusche solche unwillkürlichen Wahrnehmungen ausgelöst. Wie so andere etwa bei C-Dur-Akkorden im Musikunterricht nicht ebenso hellgelbe Pinselstriche oder bei einer Tasse Kakao grüne Dreiecke und Würfel erblickten, gehörte für ihn zu den unlösbaren Rätseln des Alltags. Selbst Zahlen waren doch mit Farben verknüpft. Eine 3 leuchtete rot, eine 5 blau. Allerdings verstand das in der Schule nicht jeder. Klassenkameraden zogen ihn öfter damit auf, weswegen Niklas seine Andersartigkeit früh zu verbergen gelernt hatte. Er durchsuchte die Hosen, die an der Wäscheleine hingen, und fand einen zusammengefalteten Zettel in der letzten Tasche. Handgeschriebenes, zur Unleserlichkeit verwaschen. Er kehrte ins Arbeitszimmer zurück. Endlich! Zwischen den Zeitschriften fand er ihn. Es war 9.51 Uhr. Im leeren Wartezimmer durchblätterte Niklas ein Magazin für Gartenfreunde. Das leuchtende Rot eines Gimpels als Eyecatcher ließ ihn den Artikel über heimische Singvögel lesen.
Eine recht korpulente Dame betrat den Raum. Ob der Platz neben ihm frei sei. Sofort babbelte sie im reinsten Frankfurter Dialekt auf ihn ein. Die Familie sei gerade zu Besuch und müsse nun warten. Hoffentlich dauere es nicht allzu lang. Aber diese Schmerzen, ach, vererbt sei das Leiden. Schon der Vater. Und das damals in den Nachkriegsjahren. Man hatte ja nichts. Niklas begann, mehr auf das Lautliche und dessen farbliche Konkretion vor seinem inneren Auge zu achten. Irgendwie hatte diese schwatzhafte Person doch etwas Faszinierendes an sich. Verschlungen fügten sich die Wortgelanden zu einem regelrechten Band. Allerdings wies es kaum Farben auf. Von zarten Abschattierungen eines Mausgraus einmal abgesehen. Er entdeckte rhythmische Muster und eine in Abständen sich wiederholende Melodieführung im Mundartlichen. Hoch ansetzend sprang sie am Satzbeginn gern eine Terz nach oben, um dann in abfallender Linie mit manchen emotionalen Spitzen fast zum Punkt zu kommen. Das musikalische Stilmittel von Pausen kannte diese Person offensichtlich nicht. Seine kurzen Einwürfe wie »Ah ja? Ach was? So, so« verliehen dem Gespräch den Charakter eines begleiteten Monologs. Plötzlich unterbrach sie, hielt inne und sah ihn völlig verwirrt an. »Verdammt! Was hat sie gesagt?« »Es interessiert Sie nicht wirklich, was ich Ihnen sage, oder?« »Was sind Sie eigentlich für einer? Da gibt man sein halbes Seelenleben preis und...« Sie nahm die erstbeste Zeitung vom Tisch, schlug diese mit giftgelben Knistern auf und verbarg sich hinter dem Format des Blattes, dessen Buchstaben Kopf standen. Niklas sah sich im Wartezimmer um. Auf dem Fenstersims trocknete ein Strauß Herbstastern vor sich hin. Gegenüber hing ein Acrylgemälde an der Wand. Die Perspektive des Strandbildes stimmte nicht. Der Vordergrund wirkte hochgeklappt, die schreienden Farben wenig aufeinander abgestimmt. Ein taubenblaues, saugendes Luftgeräusch riss ihn aus seiner Kunstbetrachtung. »Herr Dieken?« Durch die geöffnete Tür rauschte die Arzthelferin in Stretchhose und apfelgrünem Schlupfkasack von sportlicher Schnittführung herein. Niklas wurde aufgerufen. Dr. Schwarz eröffnete ihm. »Das Wichtigste ist, Sie aus der Schonhaltung herauszubekommen. Eine Spritze wollen Sie auch heute nicht?« Das Ausstellen des Rezepts nebst Krankschreibung vor ein paar Tagen hatten beide nur als unbefriedigendes Patt empfunden. »Auf keinen Fall«, verschanzte sich Niklas erneut. Der Arzt kniff die Augen zusammen und kratzte sich am Kinn. »Ihre Gesamtsituation ist, verständlicherweise, alles andere als einfach. Stress im Job, so etwas zeigt meistens deutliche Auswirkungen auf die energetische Situation. In Ihrem Fall scheint sie leider ihre psychovegetative Labilität zu befördern.« Niklas zustimmendes »Ja«, ein zu verschmerzendes Bauernopfer. Zumindest ging so der verfrühte Damenausflug des Arztes ins Leere. »Ich kann Ihnen nochmals zu einer begleitenden physiotherapeutischen Therapie nur raten, auch wenn diese nicht von der Krankenkasse übernommen wird.« Dr. Schwarz ging erneut in die Offensive. »Für heute schlage ich eine akupunkturelle Behandlung gegen den Schmerz vor.« Niklas erbleichte. »Die Nadeln sind sehr fein. Sie werden das kaum merken. Die Blockade wird sich lösen.« »Wenn Sie meinen...« Er rieb seine Hände an den Oberschenkeln. »Legen Sie sich schon mal auf den Bauch.« Das Knistern der Einwegverpackung klang elektrisch. »So. Ich setze jetzt im Lendenwirbelbereich 4 Nadeln. Danach noch in den Händen und Fersen.« Dr. Schwarz tastete mit den Fingern an der Wirbelsäule entlang herab.
Der Stich einer Bremse war unangenehmer als die ersten drei Nadeln. Nicht der Rede wert. Die vierte jedoch übertraf sämtliche Befürchtungen. Rotglühend bohrte sich der Schmerz immer tiefer, erreichte einen Knotenpunkt und verteilte sich von dort auf alle Nervenautobahnen. Hallo? Hallo? Können Sie mich hören? Hallo? Niklas öffnete die Augen und sah drei verschwommene, ovale Umrisse. Jemand hielt seine Beine hoch. Sie sind kollabiert. Keine Sorge, der Rettungswagen ist gleich da. Rettungswagen? Ja, Sie haben gekrampft und wären mir fast von der Liege gerollt. Wir gehen mal auf Nummer sicher. Aber Sie kennen doch meinen labilen Kreislauf. Korrekt, aber Sie halten mir hier den ganzen Laden auf. Die Patienten warten, gab Dr. Schwarz lächelnd zu bedenken. Nach wenigen Minuten kam das Rettungsteam. Ein hochaufgeschossener Sanitäter stellte Niklas Fragen zu Person, sowie eine Rechenaufgabe, die er einwandfrei löste. Man legte ihn auf eine Fahrtrage, klappte das Fußende in leicht erhöhte Position. Fuß, Becken und Brustgurte klickten. Niklas versuchte, an sich herunterzublicken. Die Riemen saßen straff. Von seiner Stirn kullerten kleine Schweißperlen. Routiniert schob man ihn aus der Praxis. Auf der anderen Straßenseite blieben einige Schüler stehen und filmten die Szenerie mit ihren Handys. Erst als einer der Sanitäter mit der Datenschutzgrundverordnung drohte, stoben sie auseinander. Mit der Heckklappe wurde das Tageslicht ausgesperrt. Klinisches Weiß herrschte im Innenraum. Niklas fühlte sich hilflos. Die Tropfflasche baumelte in einer Kurve, umgeben von Gerätschaften, auf deren genaue Funktion er sich keinen Reim machen konnte. Es war einzig und allein seiner Eloquenz zuzuschreiben, dass man ihn entgegen aller Routine statt ins Krankenhaus letztlich doch nach Hause brachte. Auf eigene Verantwortung. Erleichtert unterschrieb Niklas ein Formular und wankte die Treppen zur Wohnung hinauf. Als erstes benötigte er auf jeden Fall einen Kaffee. Wärme von innen. Zudem würde er den Wärmegürtel aus der Apotheke umschnallen. Heißer Dampf schlug ihm aus dem Wasserkocher entgegen. Niklas liebte das gluckernde Geräusch, das beim Aufgießen des handgemahlenen Kaffees entstand. Der Metalllöffel klapperte beim Umrühren gegen die Glaswand. Rhythmisch und gleichmäßig. Hypnotisierend. Puls und Atmung waren wieder im normalen Bereich. Sein Blick wanderte aus dem Küchenfenster. Mit wachsendem Interesse registrierte er einen Kleinwagen. Dessen rote Lackierung leuchtete aus der dämmergrauen Straße herauf in den dritten Stock. Ruckartige Ausparkversuche. Trotz des aufjaulenden Motors bewegte sich das Fahrzeug kaum. Er hörte auf zu rühren. Ein Stoßstangenkuss war nur noch eine Frage der Zeit. Er goss sich eine Tasse ein. Noch während er den ersten Schluck genüsslich durch die gespitzten Lippen sog, wurde die Stoßstange des dahinterstehenden Lieferwagens touchiert. Eine Frau mit lilafarbener Wollmütze entstieg und bückte sich, um den Schaden zu begutachten. Nach kurzem Zögern und Umsehen stieg sie wieder ein.
Na, fährt sie weg? Sofort meldete sich eine andere Stimme. Fehlt nur noch, dass du dir jetzt die Nummer aufschreibst. Spießer. Erneut entschlüpfte die Frau dem Cityhüpfer mit einem Stück Papier in der Hand und klemmte es hinter den Scheibenwischer des Vans. Der Toast sprang aus dem Toaster und riss ihn aus seiner Observierung. Es roch angekokelt. Dem Röstungsgrad nach hatten einige Stellen die Grenze des Bekömmlichen überschritten. Er kratzte sie über der Spüle mit dem Messer ab. Inzwischen tat sich vor dem Lieferwagen eine Parklücke auf. Die Küchenuhr zeigte 1:15, was für Niklas nicht mehr von Bedeutung war. Noch vor 6 Monaten hatte er um diese Uhrzeit in der Redaktion bereits Mails gecheckt, irgendetwas recherchiert sowie Textarbeiten erledigt. Oder zumindest das Neueste mit den Kollegen bei einer Tasse Kaffee besprochen. Die Fähigkeit, dynamisch und selbstwirksam den Tag zu strukturieren, war ihm nach dem Wegfall des äußeren Rahmens schleichend abhanden gekommen. Stetig an der nächstfolgenden Zeitungsausgabe mitzuwirken, glich einer Sisyphus-Arbeit. Gleichwohl war es ein Gemeinschaftsprojekt. Darin war er voll aufgegangen, um den Einstieg zu schaffen. Nun erntete er, was er gesät hatte. Nach dem Studienende und dem Umzug in das größte deutsche Heilbad an der Nordseeküste war er nicht dazu gekommen, ein eigenes Netzwerk aus Freunden und Bekannten aufzubauen, das Nestwärme hätte ausstrahlen können. Der Wendepunkt fiel ihm wieder ein. Der Stachel saß tief. Ins Zimmer des Chefredakteurs war er gestürzt, einen Arbeitsausdruck in der Hand haltend. Der Artikel! Ich schaff das noch bis zur Mittagspause. Es fehlt nur noch das Feintuning. Kollege Steinbrecher schaltet die Seite dann direkt frei. Ach, Herr Dieken, gut, dass Sie da sind. Ich hätte Sie ohnehin gleich rübergerufen. Magnus Holstenkamp legte den Hörer beiseite und griff in die Innentasche seines Jacketts. Das Sonnenlicht, das vorbei an den hohen Pappeln durch das Fenster hereinstrahlte, pinselte helle Punkte auf den abgenutzten grünen Teppich. Ja? Was gibt es? Noch ein Auftrag? Soll ich heute Abend zum Konzert des Polizeikorps gehen? Ach, wie soll ich es Ihnen beibringen? Er wickelte etwas umständlich eines seiner Wildkirsch-Ingwer-Bonbons aus, deren Aroma jede Konferenz grundierte. Kaffee? Danke. Hatte gerade erst 2 Tassen. Niklas runzelte die Stirn. Nervös schob er seine Brille den Nasenrücken hinauf. Holstenkamp öffnete das Fenster und sah hinaus. Draußen flog ein verschreckter Taubentrupp in die Ferne. Sie haben von der Direktive aus Hannover gehört? Am Rande? Mehr Arbeit für alle. Kann aber auch eine Chance sein. Holstenkamp drehte sich um und sah Niklas genau an. Auf mich können Sie zählen. Würde kurzfristig auch die nächsten Abendtermine übernehmen. Lassen Sie es mich so sagen. Die Statistiken des letzten Jahres sind ernüchternd. Der Absatz der Printausgaben ist rückläufig, dramatisch eingebrochen. Ja, ist mir bekannt. Aber nicht das Update. Niklas schluckte. Eines der Telefone klingelte. Holstenkamp schaute auf das Display und wartete, bis der Signalton aufhörte. Hannover hat entschieden. Wir trennen uns von 12 freien Mitarbeitern. Mit sofortiger Wirkung. Zusätzlich gibt es einen befristeten Einstellungsstopp. Das betrifft ärgerlicherweise auch Sie. Um konkret zu werden, nach Ablauf des Volontariats übernächste Woche gibt es keine Chance einer Weiterbeschäftigung hier im Hause. Mir sind die Hände gebunden. Es tut mir leid. Seit diesem Tag
hatten die Monate Flugrost angesetzt. Niklas setzte sich an den Tisch und tunkte Toast in den Kaffee. Er achtete nicht auf den wundersamen Vorgang, der Butterklümpchen langsam in ein Perlennetz von Fettaugen verwandelte. Er beschloss, ins Homeoffice zu gehen. 16.43 Uhr. Niklas sackte gegen die Rückenlehne. Er seufzte und setzte die zerkratzte Designerhornbrille ab. Fast stündlich hatte er nun das Freelancer-Portal kontrolliert, für zukünftige Projekte recherchiert sowie an angefangenen Artikeln herumgebosselt. Das Display flimmerte. In seinen gereizten Augen begannen die Post-it-Zettel zu verschwimmen. Die Gedanken wanderten ziellos umher. Auch die Finger der linken Hand machten sich selbstständig, spielten mit dem großrahmigen Akademiker-Accessoire. Vor ihm lag ein Blatt mit Notizen. Geistesblitze, Stichwörter, Einfälle. Mit Bleistift hingekritzelt, hitzig miteinander verbunden. Doch dabei war es geblieben, denn der erhoffte Funkenflug aus besseren Tagen wollte sich nicht einstellen. Er gab den Versuch auf, der Rehscheun-Inspiration weiter nachzujagen. Sein letzter Elan verglühte in diesen Minuten. Übrig blieb Enttäuschung. Aschgrau. Er knüllte das Blatt zusammen, machte eine Vierteldrehung auf dem Bürostuhl, dass ihm sein braun gelocktes Haar in die Augen fiel. Im hohen Bogen flog das Knäuel Richtung Rundordner. Er erinnerte sich, irgendwo gelesen zu haben, solche Spontangebilde bestünden immerhin zu 75% aus Luft und wiesen daher besondere Flugeigenschaften auf. In der Tat war die Verlaufskurve vielversprechend. Wie in Zeitlupe senkte sich der Papierball 1,5 Meter über der Öffnung ins Ziel. Das Buchrückenpublikum in den Regalrängen blieb stumm. Durch die offen gebliebene Küchentür schaute er rüber ins Schlafzimmer und konnte die Statik der auf dem Stuhl aufgeschichteten Schmutzwäsche ungefähr einschätzen. Der Kipppunkt würde spätestens morgen erreicht sein. Niklas stand auf, holte den Wäschekorb aus dem Badezimmer und schlurfte ins Schlafzimmer. Sein Rücken meuterte, als er die textilen Sedimentschichten Stück für Stück abtrug. Um Drehungen zu vermeiden, stellte er sich hinter den Stuhl und schubste das verbliebene Restplateau in den Korb. Für den Abtransport zog er den Gürtel des Morgenmantels aus den Schlaufen, knotete diesen mit einem Ende an den Griff und zog den Wäscheschlitten ins Bad. Dort sortierte er die Wäsche. Lediglich ein weißes T-Shirt verblieb im Korb, zerknittert, nach ungeduschtem Alltag riechend. Es konnte unmöglich mit all den farbigen Hemden, Hosen und Socken in den Frontlader. Während des Vorwaschgangs starrte er auf die Trommel. Eine elegische Stimmung machte sich breit, die sich mit den Rotationen verstärkte. Nun wirbelten Emotionen mit einer Heftigkeit, wie er es bis dato noch nicht erlebt hatte. Den Kopf auf die Brust gesenkt, rutschte er an der Wand herunter. Das Blut rauschte in den Ohren. Die Maschine schaltete in den Schleudergang und überdröhnte ein leises Schluchzen. Verzweiflung, Wut, Ohnmacht und Hilflosigkeit überspülten seine Seele. Der Frontlader piepste pflichtschuldigst. Niklas erhob sich. Etwas zu schwungvoll, denn ein stechender Schmerz schoss sofort in den Steiß und zwang ihn zu gebückter Haltung. Er hörte ein leichtes Schaben der Bartstoppeln am Hemdkragen. Vorsichtig schob er das rechte Bein vorwärts, dann sein linkes, Schritt für Schritt. Nur so ließ sich das Schlimmste vermeiden. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichte er die Küche und setzte sich. Durch das staubblinde Fenster drangen nur noch wenige Lichtbündel. Es war einer der Tage geworden, an denen der Herbst
sein Dahingehen nicht mehr hinauszögern konnte. Vor ihm wies das elfenbeinfarbene Innere der Kaffeetasse eingetrocknete Marmorierungen des Lieblingsgetränks auf. Daneben glänzten silbergraue Reflexe auf der Blisterverpackung. Sie verhießen Rettung. Es dauerte, bis seine zitternden Hände die letzten beiden Kapseln herausgedrückt hatten. Er steckte sie in den Mund. Etwas übereilt, denn die Wasserflasche auf dem Tisch war leer. Trocken herunterschlucken? Unmöglich. Der Weg zum Spülbecken würde höchst unangenehm werden. Das war klar. Doch es half nichts. Die Hände gegen die Tischkante stützend, richtete er sich auf. Er holte tief Luft. Da traf ihn ein weiterer Pfeil. Sein Schmerzensschrei katapultierte eine der beiden Kapseln in hohem Bogen hinaus auf die Tischplatte. Hastig hielt er den Mund zu. Dank ihres minimalen Befeuchtungsgrads sprang sie zwar nicht weg, verfügte aber noch über genügend Bewegungsenergie, um an vertrockneten Krümeln vorbeizurollen. Seine panisch ausgestreckten Finger konnten dennoch nicht verhindern, dass sie an der gegenüberliegenden Kante abstürzte. Niklas sank auf den Stuhl zurück. Er verbarg das Gesicht in den Handflächen. Die Zunge vermeldete einen bitter werdenden Geschmack. Das Spülbecken war so nicht zu erreichen. Unmöglich. Niklas würgte die Kapsel trocken herunter, wartete auf das Einsetzen der Wirkung. Er starrte auf das Plakat an der Wand, das vor 2 Jahren Charlie Chaplins Klassiker Moderne Zeiten im Kleinkino beworben hatte. Lucky, sein Hamster, rumorte derweil im Käfig. Aus der Wohnung unter ihm drang Lärm. Laute ohne Inhalt. Worum es ging, war nicht zu verstehen, aber es reichte, um seine Synästhesien auszulösen. Niklas umtanzten formlose Farbklumpen, die nach kurzer Zeit wie Seifenblasen zerplatzten. Die Klappmesserstellung, in der er seit längerem verharrte, begann unangenehm zu werden. Zur Bergung der auf den Boden gerollten Arznei rutschte er auf Knien hin. Nur so konnte er der vollständigen Schmerzbetäubung nahe kommen und zumindest zeitweise den aufrechten Gang wieder erlernen. Niklas zog sich am Tisch hoch, schlich zum Spülbecken, streckte die Kapsel ins Gegenlicht und pustete 2-mal scharf darüber. Dann steckte er sie in den Mund, nahm gierig einen Schluck Wasser und wartete auf das Einsetzen der Wirkung. Das Handy vibrierte in der Hosentasche. Eine Rundmail. Einladung zum 10-jährigen Abi-Jubiläum. Nahezu zeitgleich ploppte die Aufforderung auf, den Status zu überprüfen und zu aktualisieren. Überall wird Rechenschaft eingefordert. Warum noch Beziehungs-, warum arbeitslos? Er wischte die Nachricht weg und scrollte minutenlang seine Kontaktliste rauf und runter. Es klingelte lange an der Haustür. Wer kann das sein? Moment! Ich komme ja! Er spähte durch den Spion. Hirschgräber? Was will der denn? Hi! Oh, Entschuldigung, ich wollte... Niklas bemerkte den erstaunten Blick des Nachbarn. Er sah an sich herunter. Klar, dass er einen ziemlich abgewrackten Eindruck vermittelte. Schief zugeknöpft, warf sein ockergelbes Hemd durch den Wärmegürtel Falten wie Nordseewellen. Ich dachte nur, es ist halt, naja, läuft grad nicht so mit meiner Flamme. Na, kommen Sie erstmal rein. Hey, also wir waren schon beim Du. Echt? Na, Sommerfest, Grillen, schon vergessen. Hirschgräber griff nach der Sporttasche, die er hinter dem Schuhregal abgestellt hatte. Das Wichtigste für mein Asyl. Er griff hinein und hielt 2 Bierflaschen in die Höhe. Boah, darauf kann ich jetzt ja gar nicht. Hey, bist du krank?
Siehst voll fertig aus. Sieht man mir das an? Aber hallo, solche Ränder unter den Augen. Ja, bin noch krankgeschrieben, bis Ende der Woche. Ansteckend? Nee, Rücken. Geh am besten schon mal durch ins Wohnzimmer, hinten links. Ich brauch etwas länger. Hirschgräber ließ zunächst die Tasche, dann sich in das Sofa fallen und fletzte sich darauf hin, als wäre es sein eigenes. Na, bring mal einen Zoolograph mit. Wie bitte? Niklas pausierte im Flur und schnaufte durch. Na, ein Zollstock fürs Bier, Mann. Hirschgräber strich sich durch das kurz geschorene Haar und verschränkte seine muskulösen Arme hinter den Kopf, als hätte er sich das isotonische Kaltgetränk redlich verdient. Und klassischer Bieröffner tut's auch? Ich komm in einer halben Stunde nach. So lang kann ich nicht warten. Wenn du mir sagst, wo er ist, hol ich ihn. Naja, das ist nicht ganz einfach. Ist er in der Küche? Sag mir nur, in welcher Schublade. Rief Hirschgräber, der inzwischen sein Handy checkte und eine Nachricht tippte. Also, genau genommen liegt er noch im Schlafzimmer. Irgendwo. An der Tür des Kleiderschranks hatte sich neulich eine Schraube gelöst. Mit dem Öffner habe ich sie wieder angezogen. Nicht schlecht. Bist ja richtig findig. Werd mal ein gutes Wort beim Chef für dich einlegen. Im Sommer ist die Auftragslage immer sehr gut. Danke. Hirschgräber kam in den Flur und nickte mit dem Kopf. Und wo? Da rechts. Wahrscheinlich neben dem Schrank oder auf der Kommode. Ach, schau halt. Niklas stützte sich an der Wand ab. Der Kapselheber lag bei der Yuccapalme. Und die wusste sich zu wehren. Mit ihren bräunlichen Spitzen stach sie in den Nacken des Eindringlings, dass die Staubflusen rieselten. Das Gespräch meanderte vom Smalltalk zum Klatsch und Tratsch des Hauses. Den Fernseher flankierend zu Hilfe zu nehmen, war Niklas wegen der erfolgten DVB-T-Umstellung nicht möglich. Aber allzu viel musste er nicht beitragen. Bier macht gesprächig. Und der standfeste Handwerker zauberte noch einiges aus seinem Fundus. Niklas vertrug den Alkohol gar nicht, da das Schmerzmittel die sinnverwirrende Wirkung noch verstärkte. Er begann doppelt zu sehen. Nur wenn er den Kopf stillhielt, verschmolzen die flirrenden Bilder wieder ineinander. Irgendwann war der Nachbar gegangen, nicht ohne sich über sein Hauptthema, in epischer Breite und ohne Scham, ausgelassen zu haben. Was für eine Beziehungskiste! Im Schlafzimmer sank Niklas auf das Bett. Wie aus der Ferne vernahm er noch ein Martinshorn. Müde verfolgte er blaue Lichtblitze, die von der Schrankwand über die Decke bis zur gegenüberliegenden Wand huschten. Dann versank er in einen traumlosen Schlaf.
dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.